Hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Far Cry 5. Ich bin halt, wie gesagt, noch ein bisschen angeschlagen. Ich habe jetzt das Ganze halt, wie gesagt, alles in der Vision untereinander aufgenommen. Und falls ich das zuvor nicht erwähnt habe, ja, ich weiß, dass ich in letzter Zeit halt, wie gesagt, ein bisschen wenig aufgenommen habe. Ich habe jetzt, glaube ich, aber auch für mich so vielleicht ein bisschen den Rhythmus gefunden, wie ich das am besten mache. Ihr werdet es ja vielleicht dann noch sehen, wenn ich das Ganze halt, wie gesagt, ein bisschen mehr gemacht habe. Ob es auch wirklich so gut ist oder nicht. Jedenfalls in der letzten Folge, wir haben eigentlich echt viel geschafft. Ich habe sogar nachher herausgefunden, wie ich einen Sniper bekommen kann. Das Ding, was ich mich die ganze Zeit drauf gefreut habe. Und hier muss man einen Code eingeben, wo ich keine Ahnung habe, wie ich den bekomme. Oh mein Gott. Ey, lass mal. Ich nehme lieber den. Ich heiße Wendell. Wendell Rattler. Aber die meisten nennen mich Red. Ich würde noch. Mein Gott, ey. Hier, du verdammter Mist. Das wollte ich nicht tun. Komm das her. Mach diese scheiß Mistvieh down. Jetzt gibt's hier noch Wölfe. Ihr wollt mich verarschen. Und der kommt einfach so ins Haus reinspaziert. Schön, dass sie jetzt alle weg sind. Du bist auch drauf, fast draufgegangen dadurch. Ist der wieder da? Dich hat die Sekte es noch nicht gerafft. Nee. Hey, sieht aus, als hättest du einen starken Rücken und kräftige Beine. Lass mich nachdenken. Wo war ich? Ah, genau. Ich heiße Wendell. Wendell Rattler. Aber die meisten nennen mich... Oh, Anfang. Ich würde normalerweise keinen Fremden so anquatschen, aber Dutch hält viel von dir. Ein paar von uns haben gemeinsam in Vietnam gedient. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir in diesem Dschungel gesehen haben. Will ich auch nicht. Also haben wir uns geschworen, dass wir bereit sein werden, wenn so etwas jemals in unserem Land passiert. Okay. Wir haben eine ordentliche Sammlung zusammengestellt. Waffen, Munition, Ausrüstung. Hm? Wir haben sie unseren Freiheitsfonds genannt. Ja? Weil uns das unsere Freiheit bis zum Tod garantieren sollte. Und die wurde euch aber gekauft? Das ist lange her. Und der Einzige, der jetzt noch lebt, bin ich. Die Ausrüstung ist sicher verwahrt. Aber wir haben die Kombination unter uns aufgeteilt. Wir haben jede Zahl in unsere Sturmfeuerzeuge eingeritzt. Wäre ich 10 Jahre jünger, würde ich mich selbst auf die Suche machen. Aber jetzt würde ich einfach sinnlos dabei draufgehen. Ich brauche deine Hilfe, die Feuerzeuge zu finden. Was? Bring sie zu mir. Und du darfst dir was aus dem Vorrat mitnehmen. Verdammt soll ich sein, wenn ich zulasse, dass diese Sekte mein Land niederbrennt. What the? Wie viele von denen gibt's? Da hinten ist ein Sto... ist das Ding gewesen. Warte, ich hab jetzt keine... Fahrzeuge seiner Kameraden sammelt, Okay. Das werden wir, glaube ich, nicht so schnell schaffen. Deshalb werden wir diese Aufgabe jetzt mal ignorieren. Und zwar so weitestgehend ignorieren, weil ich habe keinen Bock drauf, so lange zu warten. Okay, eigentlich, wir sind ja sogar fast im Vollsend. Also können wir ja, glaube ich, gleich dahin gehen. Sobald wir, diese machen. Folgen. Wir gehen zu dieser Farm. Und dann gehen wir in Richtung Vollsend am besten. Schaffen wir doch wohl alles noch in einer Folge. Schön. Juhu. Ich dachte schon, ist ja schlimmer. Obwohl, das ist schlimm geworden. Der hat aber Waffen hat drin versteckt, die gut sind. Gott, ey, diese Steuerung manchmal. Aber gut, man muss halt damit. Los geht's. Freiheit. Warte mal.
Ich sehe was. Schön, dass du mich gefunden hast. Ich weiß leider nicht, wie man schießt. Deshalb lassen wir mal so. Aussteigen. So, meine lieben Freunde, ihr seid gerettet. Ja? Nein! Ich hab verbogen. Okay, der Bär hat selbst entschieden zu brennen. Leute, ihr solltet weg hier. Außer ihr wollt gleich brennen. Oh mein Gott, geiler Flächenbrand. Was ist denn los? Schnell, bevor das Auto anfängt zu brennen. Oh nein, das Auto fängt gleich an zu brennen. Das Auto wird gleich explodieren. Kann ich mit dir reden? Kann ich mit dir reden? Nein, ihr seid alle zu denken. Darf ich? Ungültiger! Ich sollte mal dringend aufpassen, wenn ich ihn mache. Hilfe! Scheiße! Alles okay, mein Guter. Solange eher nichts passiert, ist alles okay. Hi, wie geht's? Ah, Ingemar, hast du dich beruhigt? Du hast eine Mission für mich? Haben dir die Peggys auch jemand? Meine Schwester sagt, die Kellett Farm wird regelrecht belagert. Ja. Die Sekte tötet die Kühe und hält die Familie als Geiseln. Ja. Jemand muss sie aufhalten. Ja, gut. Danke für dieses ewige lange Rumwarten. Viele hätten dafür eine Kugel eher verdient. Aber bei dir mache ich mal eine Ausnahme. Wieso? Das ist ein Vogel. Gut, okay, was gibt's denn noch? Das einzige Gute ist, jetzt kann ich auch irgendwie was machen. Da ist was. Was machst du hier? Weg mit euch mal. Ja, Gott verdammt, das tut mir leid. Was sind die überhaupt? Das ist ein Wolf. Darf ich vorher mit dir reden, bevor der wollte ich. Wolf dich abschlachtet? Wo ist die Frau hin? Da bist du ja! Ey, lass mein Freund hier in Ruhe! Seid ihr sogar noch mit Masken ausgestattet? Wo ist die Frau? Oh, mein Freund. Kommt noch was? Kommt noch was? Warum ist noch ein Helikopter? Was ist denn hier los? Irgendwas habe ich hier gestartet, was ich nicht starten sollte, oder? Das wird auf einmal so viel hier. Hier soll was sein. Schon wieder Sachen, die ich nicht aufnehmen kann. Erstmal ist die Frau abgehauen, jetzt noch Sachen, die ich wieder nehmen kann. Und dann kamen die Leute mit einem Helikopter an. Besser gibt's ja nicht, langsam hier nicht mehr. Ich muss zurück. Also hier. Na gut, dann fahren wir mal durch den Wald. Wer findet es nicht schön, durch den Wald zu fahren? Ich. Okay, wir laufen. Wir laufen absolut bis dahin. Ich habe mich dagegen entschieden. Kann ich nicht bekommen. Hast du was gefunden? Doch, ich kann auch. Teleportieren sie sich alle?
Irgendwo hier. Hä? Rennen die vor mir weg? Da ist ein Angler. So, ab ins Wasser. Krieg ich von Ihnen eine Angel? Naja, schade, dass wir alles kaputt machen. Ach, hallo. Hast du einen Moment? Angeln bringt deinem Körper Frieden wie sonst nichts. Und brauchen wir nicht. Komm jederzeit wieder, okay? Ich kann angeln. Halte 1 gedrückt und R3, um das Werkzeuggrad zu wechseln, um die Angel auswerfen. Drücke Dreieck, um die verfügbaren Fliegen durchzuschalten. Mit dem Vorteil König der Fische erhältst du Fliegen, die größere Fische anlocken. Halte L2 gedrückt, um auszuholen. Halte L2, also lass L2 los, um die Angel auszuwerfen. Bewege Schnur mit L1, um den Köder attraktiver zu machen. Okay. Nett, dass du mich ausreden lässt. Ja. Angeln bringt deinem Körper Frieden wie sonst nichts. Und brauchen wir nicht dringend Frieden in diesen Zeiten? Keine Ahnung. Du wärst blöd, wenn du in dieser Gegend nicht angeln würdest. Bei dem ganzen Irrsinn, ja, mal einen Moment für sich zu haben, ist gut für die Seele. Es ist wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Komm jederzeit wieder, okay? Du, ich habe deine Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Was denn? Warte, ich muss angeln. Okay, hole den Fisch mit L2 ein. Ermüde ihn, indem du R3 entgegen den Bewegungen des Fisches bewegst. Die Schnur gerät dabei unter Spannung. Wenn die Schnur rot wird, dann hör auf, gegenzuhalten und den Fisch einzuholen. Denn sonst beißt, sonst reißt sie. Der Fisch müde hol. Okay, gut. Kräftig. So. Kennst du das Sprichwort? Bring jemandem das Angeln bei, dann nährst du ihn fürs ganze Leben. Los, komm her. Gut, ja. Los, komm, Fischi. Na, gegenhalten. Hallo. Hast du einen Moment? Ja, ich hab gleich einen Moment wieder. Ich fange hier gerade, glaube ich, einen großen. Oder einen kleinen? Ja, mein guter Freund. Ja, du. Guck mal. Ich habe eine Lektion fürs Leben. Ja, bist du schon interessiert? Nett, dass du mich ausreden lässt. Bei dem ganzen Irrsinn, mal einen Moment für sich zu haben, ist gut für die Seele. Ja. Es ist wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, wofür es sich zu kämpfen lohnt, ja, und wofür nicht. Ja. So wie ich es sehe, rühren die größten Probleme dieser Tage daher, dass die meisten Leute nicht mehr innehalten und nachdenken, bevor sie etwas tun. Mhm. Nicht jedes Problem lässt sich mit Kugeln lösen, weißt du? Aber ja, das ist nur meine Meinung. Es gibt auch Pfeile. Falls du Ausrüstung, Köder, Granat, oder sowas brauchst. Messer. Ich kann dich ausstatten. Ist schön. Okay. Ich will nochmal einmal fangen. Los geht's, mein Freund. Halt deine Freunde nah bei dir und deine Feinde. So, ich hab jemand. Los, komm her, mein Freund. Komm her, mein Freund. Komm her, Fischi. Komm her. Komm her, mein Freund. Ich rede gern mit begeisterten Anglern. Sehr schön. Ja, guck mal, das ist eine fette Seeforelle. Jam, 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 jam. Okay, wir lassen jetzt mal das Bisschen sein und gehen mal weiter. Wir haben ja gesagt gehabt, wir... Alter, ich bin ja komplett dran vorbeigezogen. So viel am Leben. Mann, ey. Na gut, manche Jokes, die kann man auch nicht bringen. Ist das schon wieder Leute? Das ist eine Straße. Oh ne, Straße ist nie was Gutes. Man hat ja gelernt gehabt. Ist das da hinten schon wieder so ein Silo? Ja, da hinten steht schon wieder so ein Silo. Auf die werde ich mich später fokussieren. Mal bitte da hingehen und gucken, was da los ist. Ich habe ungern Lust, irgendetwas jetzt hier zu machen.
Ey, du willst mich doch verarschen, oder? So. Warte mal. Bin ich doof? Geh mal bitte dahin. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Was siehst du, Leute? Da hinten sind zwei. Da hinten ist noch eine Person. Hä? Bin ich doof? Da hinten? Da hinten? Hin? Das ist ein Flammenwerfer-Typ. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Okay, ich sehe schon. Also ihr Problem ist einfach bloß diese Runde. Den einen kriege ich ja noch vielleicht gut. Den kriege ich nicht gut weg. Den kriege ich nur dann gut weg, wenn er irgendwie sich versteckt, aber probieren wir drüber studieren. Kein Interesse. Machen wir das jetzt als nächstes. Niemand sieht mich hier. Das Problem ist, da ist jemand. Also ich könnte meinen, dass sie vielleicht den hier nicht sehen. Nur vielleicht. Die trennt sich. Der da hinten macht mir Sorgen. Seine Patrouille könnte böse werden. Die zwei werde ich sicherlich nur einfach machen. Sag ich jetzt schon. Nur solange die jetzt nichts machen, ist alles okay. Dann könnte ich meinen, ich werde es schaffen. Aber nur solange sie sich jetzt nicht bewegen. Perfekt. Perfekto. Gib mir einen Sniper, ich radiere alles aus. Mann, wie ist es so gut gelaufen? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, wir haben es geschafft. Wir haben die Leute hier befreit. Auch wenn hier einige halt, wie gesagt, weg sind. Ich kann jetzt auch nicht mehr looten, weil alle weg sind. Was? Die Sünde ist allgegenwärtig. Sie treibt uns zu unaussprechlichen Taten. Ich kenne das Gefühl, das dich antreibt. Ich kenne es aus persönlicher Erfahrung. Meine Mama nicht zum Essen rein. Aber ich kann dir helfen. Ich kann alles kaputt machen, oder? Ich kann die Sünde abwaschen. Ich kann deine Seele reinigen. Sie uns überrannt. Es wird schwierig und es wird schmerzhaft. Aber es wird sich lohnen. John bekommen? Falls nicht. Meine Leute sind auf dem Weg zu dir. Sie werden dich zu mir bringen. Kämpfe nicht. Denn je stärker du dich wehrst, desto gründlicher werden wir deine Seele schrubben müssen. Ich bin tot. Sektennotiz. Der Plan für diese Woche, die Ernte beschleunigen. John muss bald einen Konvoi losschicken. Also sollten unsere Körbe bis dahin bereit sein. Vergesst nicht, unser Überleben hängt davon ab, dass wir den ganzen Proviant von dem Kollaps sicher in den Bunker bringen. Fluch doch mal. Du hast schon mal so richtig in die Cornflakes gepisst. Der wird dir alles entgegensetzen, was er zu bieten hat. Pass bloß auf dich auf. Touch out.
Ich bin sowas von tot, oder? Du solltest mitnehmen. Oh, Silberbarren. Silberbarren sind in allen Außenposten und in allen Orten in Hauptcountry versteckt. Nutze Silberbarren, um Prestigewaffen, Fahrzeuge, Kleidung und Skins in jedem Geschäft in der Spielwelt zu kaufen. Du kannst die Silberbarren auch im Shop im Pausenmenü kaufen und annehmen. Es geht und dann verduften. Morgen gehe ich mal Hirsche jagen. Recht hast du. Ich muss dieses verflixte Bewässerungssystem wieder zum Laufen kriegen. Der ja? Kult hat hier ganz schön gewütet. Das Bewässerungssystem ist ziemlich angeschlagen. Überall liegen Rohrteile verstreut. Die ja? meisten habe ich gefunden. Ich glaube, es fehlen immer noch drei. Finde sie und steck sie wieder da rein, wo sie hingehören. Die Sunrise Farm wird so gut wie neu sein. Das ist doch schön. Kurze Vorwarnung. Der Gegend. Eine Menge Leute entführt. Also ich glaube, wir werden es, glaube ich, nicht schaffen. Irgendwie das Rally zu erreichen, oder? Ich glaube, John verfolgt mich jetzt auch im Traum. Verfolgt doch einen. So, was? Ja, gut, okay. Vielleicht werden wir in die Folge was anderes erleben. Ich hoffe mal nicht. Ich glaube, das wäre schrecklich. Wenn du Johns Video bekommst, wird er die Sekte produzieren. Ich weiß, ich hab's gesehen. Abgefahrene Droge in der Düngerfabrik. In der Düngerfabrik wird's hergestellt? Die Sekte produziert irgend so eine abgefahrene Droge in der Düngerfabrik. Das Zeug soll hochexplosiv sein. Jemand sollte die Anlage hochgehen lassen. Hört sich doch gut an, oder? Vielleicht können wir sie überleben. Um Bomben zu was. Ein von drei Teilen gefunden. Da hast du recht. What? Ist das Ding da oben hingekommen? Unterschießen kann ich nicht. Doch. Kann ich. Cool. Dann heißt jetzt noch ein Teil finden da hinten und dann haben wir es. Nimm nicht das Teil mit, du. Ich habe keine Lust, dass ich dir hinterherrennen muss. Also um Gottes Willen, so verrückt bin ich auch nicht. Weil ich das freiwillig ausführen würde. Au. Was macht der Bär hier? Heute gibt's Bär und Ragout. Wo ist er? Alter. Du kannst doch nicht einfach so ankommen und mich versuchen zu schlagen, während das nicht Jutsi in der Hand habe. Kennst du die Regel nicht? Niemals einen Mann mit einer Knarre bedrohen. Ja. Müsste fertig sein, oder? Perfekt. Was haben wir? Hab Geld bekommen und Widerstand erreicht. So, werden wir es doch noch vollzählen schaffen? Ja, wir werden vollzählen schaffen. Ich muss bloß hoffen, dass ich jetzt in die richtige Richtung renne. Weil sonst kann ich es vergessen. Weil ich glaube, das wäre echt gut. Wenn wir es endlich mal schaffen würden. Unsere Waffe ist leider leer. Die gute Sniper ist da. Ich kann Munition kaufen. Oh, was war gerade eben? Deputy-Jagd-Saison ist eröffnet. Einfangen, nicht töten. Nehmt die Blitzgeschosse. Warte mal, was? Ey, ich bin nicht froh darüber. Ich muss mal kurz weg hier. Die haben Blitzgeschosse. Versuch doch wegzulaufen. Was ist das hier überhaupt? Okay, irgendwas zum Hochklettern vielleicht. Die Deputy-Saison hat er. Geh mal kurz weg. Das war ein Missgeschoss, oder? Ich muss runter. Und bin fast down. Komm her! Ist scheißegal, ob ich drauf gehe oder auch nicht. Danke, das war so gut wie tot.
Ich bin am Arsch, oder? Komm ich hier raus? Ne, die haben mich, oder? Ja, die haben mich. Verdammt! Die haben mich gekidnappt! Die Schweine! Oh, jetzt haben sie mich. Mann, ich muss doch noch versuchen, vollends zu retten. Da war gerade Text! Ich schaff's nicht lang! Der hier? Nein, der da. Kommt mir nicht sehr würdig vor. Das haben wir nicht zu entscheiden. Bring ihn runter zum Wasser. Ja, toll. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Ach, heute Nacht gibt's eine Reinigung. Na, toll, ich weiß. Mann, lass mich doch meinen Spaß haben. Warte mal, die Artikel. Denn nur dann können wir im Lichte Gottes stehen und durch sein Tor gehen ins Paradies. Ich glaube, ich werde nicht. Das wird nicht so schnell sein, oder? Der dann nicht. Gut. Verständlich. Ich will auch nicht. Kein Bock. Er ist nicht rein. Und noch meine Taufe. Wartest du die Reinigung, John? Nein, Joseph. Du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring den zu mir. Wir haben das ganze Ding mit Bliss gecancelt, oder? Ach, guck mal, wie sehe ich man da an wieder. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du hast schon entschieden, dich. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Nein. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Er wird die Entzündung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Oh. Ach du Scheiße. Also betrunken, alles vollgepumpt der See, um die ganzen Leute zu bekennen. Oh. Wenn wir einfach beichten, wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein, erst wird es schlimmer. Wieso? Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Richtig. Ihr schreit eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Flucht der Peggys. Au. Was? Das Munition. Nein, die sollte eher gucken. Ach du Scheiße, wir werden richtig durchgeschleudert. So, wer tot ist, schreit. Das ist die falsche Person, die schreit. Na gut. Ach du Scheiße. Du sie der Vernichtung weihen. Sie ist keinen Vertrag mit ihnen. Oh. Und sei kein Erbarmen. Ein Vater mit einer Knarre?
Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Wie nicht wieder verlieren? Ich kenne euch nicht mal. Warte mal. Ich bin halt gerne mit Schützen. Au, was hat mich jetzt erwischt? Da oben ist der Schütze. Ist down? Ist hier oben noch einer? Nee. Scheiße, da ist jemand auf dem Boden. Sieht gar nicht gut aus. Diese Person kann auch nicht sterben. Kannst du vergessen, dass ich noch bin? Das könnt ihr alle schon vergessen. Das ist meine Waffe. Meine! Oh mein Gott, die wollen mir wirklich alles nehmen. Oh, Scheiße. Schön alle voran. Nein, nicht die Waffe weg. Schön da. Na gut, ein. Ist das eine Shotgun? Ihr kommt nicht mal weiter. Hört auf. Darf ich jetzt helfen? Es gibt so viele Leute hier. Und auch jemand mit einer Shotgun. Mehr. Ich will auch plündern, darf ich aber nicht. Komm her. Ich meine Munition ist auch wahr. Darf ich? Mist, plündern? Ja, von jetzt an bin ich doppelt so motiviert. Danke. Hey, Kumpel. Das war so knapp. Es war nicht so knapp, wir müssen noch weiter. Die Dinge hier sind etwas hitzig. Ja. Ich bin Jerome, der Pastor von Fort's End. Bitteschön. Danke für deine Hilfe. Bitte. Aber es ist noch nicht vorbei. Die Sekte verlagert den Rest der Gefangenen. Merle haben sie auch. Die Zeit läuft. Nimm dir, was du tragen kannst und rette sie. Ich rufe ein paar unserer Leute. Es geht um Leben und Tod. Bitte, lass Einfach mitreden? Ich habe einen Plan, was ich sagen wollte. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Ich wünschte, ich gebe leichter Munition. Gut, okay, dann würde ich jetzt auch mal sagen, dass wir jetzt bei diesem Stand der Dinge bleiben. Egal, was jetzt noch passiert, das werde ich mal gleich nochmal vorlesen. Halt, wie gesagt, in der nächsten Folge dann. Dann wünsche ich euch jedenfalls alle noch einen schönen Tag noch und wir sehen uns dann in der weiteren hitzigen Folge. Tschüss.